So wie ich immer sage, ich nehme jetzt das einfach mal mit, eine kleine Erweiterung, Ergänzung zu dem Selbstgespräch, die Paukenschläge, ich UBs. Das wirklich komplexe Denken oder der Hintergrund des Daseins ist ungefähr so, wie wenn du jetzt, ich mache mal eine einfache Metapher, dir einen Film anschaust, dann sitzt du einfach als Brösel da, dieser Brösel, dieser Körper, der nicht existiert, wenn du einen spannenden Film anschaust. Und du erlebst einfach einen Film und dir muss klar sein, dass wenn der Film wirklich spannend ist, existiert in der Zeit kein Fernseher. Das flackert natürlich immer wieder, dass du ins Jetzt geholt wirst. Es existiert auch nicht dein Körper. Es existiert immer nur das, was du jetzt siehst. Ich sage auch, wenn du einen spannenden Roman liest, ein Buch liest, da sitzt keiner da, der umblättert. Und du hast auch keine Brille auf, wenn du ein Brillenträger bist, weil da müsstest du zuerst an deinen Kopf denken und an die Brille denken, aber da für dich immer nur die Information existiert von Moment zu Moment, die jetzt von dir wahrgenommen wird, erlebst du einen ständigen Wechsel von Informationen, das ist hundertprozentig sicher. Und jetzt kann ich sagen, jetzt gehen wir wieder auf die normale Brösel-Ebene, wie ich das nenne, auf die menschliche, der Brosamen. Es hat einen Grund, dass ich das sage, aber das wäre wieder ein Wort, wo wir jetzt eine Stunde drüber reden müssten. Ist es definitiver so, dass du im Hintergrund, wenn du einen Film anschaust, wir sagen jetzt einfach eine DVD, was übrigens das hebräische Wort für David ist, dass da ein Riesenkomplex an Wissen ist, wie funktioniert eigentlich ein DVD-Player. Was noch wesentlich komplexer wird, wenn ich sage, du spielst jetzt ein Videospiel, du befindest dich als Protagonist, als Avatar mit einer VR-Brille, sprich, du schaust, scheinst aus deinen Augen rauszuschauen in einer offenen Welt. Das kann man auch erklären, dieses ausgedachte System der offenen Welten. Und das gilt für jeden kleinen Moment, wenn ich behaupte, dass ich der Schöpfer bin für die Welt, die du dir jetzt ausdenkst. Du bist ein träumender Geist und das setze ich immer als ein Computer und in dir läuft zurzeit einfach ein Videospiel. Das ist dein Leben. Das ist eine offene Welt. Du befindest dich in einer offenen Welt, aber in Wirklichkeit schaust du die ganze Zeit bloß auf eine VR-Brille. Du bewegst dich niemals von A nach B. Du bist immer hier und jetzt. Und jetzt gehen wir mal in diese Paukenschläge rein. Ein kleines Selbstgespräch und das ist eine kleine Szene. Dazu übertrage ich jetzt einmal den Bildschirm. Und das ist jetzt eine kleine Szene, die wird in dem Selbstgespräch ja beschrieben und da klicke ich jetzt und da hören wir uns bloß ein paar Sekunden an. Bitte genau aufgepasst, wir starten das ein. So, jetzt denk einmal bitte, dass du in 10 Sekunden aufstehst. Das ist jetzt gedacht. So, und jetzt schau bitte da unten hin, was jetzt sehr interessant ist. Das, was jetzt passiert, das kriegst du nicht mit. Du meine ich jetzt, du Geist, der du dir jetzt dieses Video ausdenkst und schon gar nicht der Brösel, der jetzt vorm Computer sitzt, mit dem du dich ein Leben lang verwechselt hast. Und das kriegt der hier nicht mit. Das kriegen nur die zwei mit. Natürlich jetzt nicht die Pixelmännchen, sondern der Geist des Funken, der jetzt mit dem Irene-Programm in dem Moment, es ist nicht in der Vergangenheit passiert. Alles, was passiert, passiert jetzt. In dem Moment passiert jetzt was, was nur die zwei mitkriegen. Ich lasse weiterlaufen. Jetzt realisiert es. Siehst du, da ist jetzt irgendwas passiert. Nämlich ist in den zwei Köpfen, das ist natürlich jetzt symbolisch gedacht, das heißt in dem Geist, der mit dem Irene-Programm und dem Nadia-Programm läuft, hat es in dem Moment geklingelt. Sag mal mit deinem Körper und du hast verstanden, das passiert jetzt. Es passiert jetzt. Jetzt passiert es mal. Hör nur mal genau zu. So, jetzt denk einmal bitte, dass du in 10 Sekunden aufstehst. Ich habe das Video übrigens bei 50:49 gestartet. Das ist jetzt gedacht. Jetzt realisier das einmal mit deinem Körper. 59, jetzt steht sie auf. Zufall? Du hast verstanden, das passiert jetzt. Darum lachen die zwei. Wenn du ein normaler Zuschauer bist oder der Holger, weiß jetzt gar nicht, warum die lachen. Dass das auch noch synchron mit der Zeit läuft, dass die Frames, dass ich immer nur sage, das sind wie Adressen. Wenn du jetzt in einem Film
auf einer DVD ein ganz bestimmtes Bild dieser Tausende und Abertausende von Einzelbildern, die da drauf sind, ansteuerst, dann musst du genau die Zeit angeben. Und zwar gibt man das an, je nachdem, wie lang der Film ist, Stunden, Minuten, Sekunden und dann, Entschuldigung, Stunden, Minuten, Sekunden und innerhalb einer Sekunde Frames. Das heißt also, wenn jetzt der klassische Film, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der hat 25 Einzelbilder, dann ist hier nicht 60 Sekunden, sondern innerhalb dieser einen Sekunde sind dann nochmal die Unterform sind 25 Einzelbilder und da kann man ganz genau das passende Bild ansteuern. Aber die sind doch auf der DVD alle gleichzeitig da und du wirst jetzt irgendwann einmal erkennen müssen, dass das, was du dir denkst, niemals in der Vergangenheit war, sondern immer nur hier und jetzt existieren kann. Das heißt, deine Kausalität, dein Ursache-Wirkungsdenken hängt ab von der Logik, die du zum Denken benutzt und die ist vollkommen falsch, trügerisch, fehlerhaft. Das ist eine Falle. Es ist in der Vergangenheit nie irgendetwas passiert. Wieso ich jetzt aber diesen kleinen Nachschub mache, dass jetzt zum Beispiel, jetzt denke ich mir, ein Geistesfunken aus dem Folger, der sehr, sehr intensiv sich beschäftigt mit jedem Video, mit jedem Selbstgespräch, was die meisten machen. Dass ich hier vorneweg nochmal sage, wenn du sehr lange Holofeeling studierst, und lange meine ich jetzt natürlich normal gesprochen, chronologisch gedacht, was ja nur im ewigen Jetzt passiert, dass jetzt Erkenntnisse kommen bei einigen Geistesfunken und immer dran denken, wenn ich von Geistesfunken rede, meine ich immer denselben Geist. Ich meine dich. Was du erlebst, hängt davon ab, welchen Intellekt du zum Denken benutzt. Kurz zur Erinnerung nochmal, wenn du ein Computer bist, alles, was in dir auftaucht, steht und fällt mit den Daten und dem Programm, die du zum Rechnen, zum Denken benutzt. Es ist aber immer derselbe Computer. Das heißt, die Pixelmännchen, wo du siehst, in dem Udo-Kopf läuft ein anderes Programm wie in dem Holger-Kopf oder in dem Nadja-Kopf. Und das sind komplett unterschiedliche Leben. Wenn ein Geist träumt, hängt es davon ab, wer er zu sein glaubt und wer er zu sein glaubt in einem Traum, hängt davon ab, wenn wir die Computermetapher nehmen, was für ein Intellekt er im Arbeitsspeicher laufen hat. Aber es ist im Hintergrund ein komplett statisches System. Und man muss jetzt, und das ist das, wenn ich jetzt mich auf deiner Logik, in deiner Logik akustisch ausdrücke, verbal ausdrücke, ist es sehr, sehr wichtig, diese Wiederholung. Ich betone immer wieder, wenn einer die Arroganz hat in sich, du musst dich selber beobachten, jetzt erzählt er schon wieder dasselbe. Wenn ich zu gnädig bin, das immer wieder in dir auftauchen lasse, täglich grüßt das Murmeltier, hast du es noch nicht verstanden? Ich will ein Beispiel bringen, das ich Hunderte oder tausende Male, je nachdem, wie oft du dich mit Holofeeling beschäftigst, schon wiederholt habe, das ist die Geschichte mit dem ersten und dem zweiten. Jetzt bitte sag nicht schon wieder, jetzt erkläre schon wieder dasselbe. Es kommt, weil du es nicht verstanden hast. Du musst es wirklich wiederholen und diese Geistesfunk mit einer gewissen Reife, die erkennen jetzt, verdammt nochmal, warum musste ich das 20 Jahre lang, hunderte Male immer wieder wiederholen, bis ich etwas erkenne, was eigentlich jedes Kind sofort erkennen kann. Das ist dieses Eigenartige im letzten Selbst oder dem Vorletzten, weise ich darauf hin, dass das große Geheimnis des Lebens, wo sich hier jetzt ausgedacht, Tausende und Abertausende von Philosophen und Wissenschaftlern den Kopf zerbrochen haben, diese Lösung ist so einfach wie ein Quadrat mit drei Strichen zu zeichnen. Jetzt bitte nochmal genau zuhören und dann zeige ich dir hier nochmal Geheimnisse in Geheimnissen in Geheimnissen. Du denkst jetzt zwei Menschen aus. Der erste, ich sage, das bin jetzt einfach hier als Brüssel Udo, der behauptet Sachen, er spricht von irgendwas, von Phänomenen und du gehst seine Gedankengänge mit ganz normal in der Auslegung von Worten, so wie du dir das in der Schule, wie man dir das beigebracht hat. Ich sage, mit dem Intellekt eines 13-Jährigen, ganz normales Grundschulwissen. Und du gehst diese Gedankengänge mit. Und du wirst feststellen, dass du nahezu bei jedem Satz jetzt in der Standardsprache von mir nur nicken musst, wenn ich dich auf was hinweise. Das ist immer, wenn ich tausendfach wiederhole, schnipp und jetzt denk an die zwei Beine und jetzt wackeln mit den Zehen an den Beinen, die du dir jetzt ausdenkst. Wo waren die die ganze Zeit? Die haben, bis ich das ausgesprochen habe, nicht existiert. Punkt. Da gibt es nichts drüber zu diskutieren. Und
Das will ich damit ausdrücken. Wenn du aufmerksam zuhörst, ohne eine vorabgestimmte Meinung, ohne ein im Hintergrund, oh, das ist so kompliziert und das verstehe ich nicht, oder was redet ihr für ein Blödsinn und das stimmt doch überhaupt nicht, sondern du hörst einfach zu, was der Erste sagt, dann wirst du feststellen, dass du das sofort hier und jetzt auf der Stelle nachvollziehen kannst und überprüfen kannst, dass jede einzelne Aussage hundertprozentig sicher ist. Und ich sage jetzt Schnipp und jetzt denkst du an den Mond. Ich behaupte jetzt, dieser Mond hat als Information nicht existiert, solange ich das Wort jetzt nicht ausgesprochen habe. Und aufgrund dieses Wortes ist es das da mal das Wort Mond in dir drin, als Information. Und du kannst dir den jetzt ausdenken. Brichst du aber das zweite Gebot, wenn du meinst, dass der unabhängig von dir da außen existiert, wenn du nicht an ihn denkst? Das ist hundertprozentig sicher. Und es geht in einem fort. Du kannst hunderte von Stunden von dem ersten anhören und du wirst immer sagen, stimmt, stimmt, stimmt. So, und jetzt gehen wir zu dem zweiten. Der zweite steht symbolisch für jeden religiösen Menschen, für jeden Pfarrer, für jeden Wissenschaftler, für jeden Chemiker, egal was. Alles, was die behaupten, nahezu alles 99,99999% von dem Zeug, was die behaupten, baut in dir Vorstellungen auf. Aber du könntest das nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest, prinzipbedingt. Um etwas zu überprüfen, muss es nämlich existieren. In irgendeiner Form. Selbstverständlich sage ich jetzt zu dir, existieren Atome und Wassermoleküle, wenn du an die denkst. Aber warum kannst du an die denken? Weil du das gehört hast, dass das da außen so ist. Bruch des zweiten Gebotes. Aber entdecken, wenn du das vorher nicht gehört hättest, kannst du dir das nicht denken. Jetzt denk wieder an den Computer. Der Computer kann nur die Bilder aufschmeißen mit den Daten, die er zum Denken benutzt, die auf seiner Datei drauf sind. Bilder, die nicht auf der Datei, ja von der tieferen Ebene vorhanden sind, in seinem Arbeitsspeicher, kann er auch nicht auf den Bildschirm holen. Jetzt musst du wissen, dass die tiefste Ebene ist Gott. Ich sage jetzt das Internet, das ist alles, was überhaupt denkbar ist. Unendlich viel. Davon benutzt du ein Nichts im Arbeitsspeicher. So, das ist jetzt diese Metapher. Also ich führe das Ganze zusammen. Der erste behauptet Sachen, die, wenn du die Gedankengänge mitgehst, sofort mit deiner jetzigen Logik sofort einfach nur in den Kopf nicken kannst und sagst, stimmt, stimmt, stimmt. Ich sage jetzt Schnipp, jetzt denk an deinen Kopf, der hat jetzt übrigens wieder nicht existiert. Und jetzt drehe den Kopf um 90 Grad nach rechts und du wirst feststellen, dann ändert sich deine sinnlich wahrgenommene Information, weil sich die Information auf deiner Vorabrille verändert. Von außen kommt da sowieso nichts. Du hältst ab jetzt das zweite Gebot. Und jetzt gehen wir wieder zu dem zweiten und jetzt kommt was ganz Irres. Obwohl diese Zweigen, diese Lehre, diese Weisen der Welt, zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass das alles geistlos nachäffende Affen sind. Egal, wenn er den Mund aufmacht, er rezitiert irgendetwas. Der Bereich seiner eigenen Erkenntnis und Eigenerfahrung, die nur er wissen kann, ist im Vergleich zu dem Wissen, das er äußert, eigentlich ein Nichts. Und dieser zweite, alles, was die behaupten, kann man nicht einmal überprüfen, wenn man wollte, wenn man sich einmal geistreiche Gedanken darüber macht. Aber es erscheint einem logisch. Es ist hochinteressant, dass dir etwas, was dir logisch erscheint, obwohl du das nicht überprüfen kannst, für dich richtiger ist, sogar hundertprozentig richtig ist. Und einer, der etwas behauptet, was du auf der Stelle mit hundertprozentiger Sicherheit überprüfen kannst und beschwören kannst, dass das nicht stimmt, weil es für dich unlogisch ist. So, und das ist der Satz, wo ich sage, und das wirst du tausende Male wiederholen müssen, bis du plötzlich nach 20 Jahren sagst, da bin ich denn voll neben mir gestanden. Das ist diese Eigenart des Glaubens. Und das kann man extrem vielfältig variieren. Ich habe, wenn du rein auf der Bröselebene dich mit Menschen unterhältst, wirst du feststellen, dass hier so aneinander vorbeigesprochen wird. Aber das wird jetzt ja schon wieder mal voraussetzen, dass die Menschen, die du dir ausdenkst, das mitkriegen, dass sie von dir gedacht werden. Der tiefe Glaube, das erste große Problem, was du jetzt vollkommen in dir streichen musst, das ist der Glaube. All die Probleme bauen sich auf diesen Trugschluss auf, dass etwas, was du denkst, unabhängig von dir da außen existiert, auch wenn du nicht daran denkst, oder dass etwas, was du jetzt denkst, schon in der Vergangenheit war, bevor es dich als Denker gegeben hat. Das ist Materialismus und das ist Religion. Das ist Geschwätz vom Zweiten.
Löse dich von dem Wahn zu glauben, dass unabhängig von dir Geist, ich sage jetzt einfach immer von dir Träumer, irgendeine Traumwelt existiert. Es gibt keine Traumwelt ohne einen träumenden Geist. Aber diesen träumenden Geist, den wir uns jetzt ausdenken, der mit seinen eigenen Informationen konfrontiert wird, den gibt es nicht, wenn ein nicht denkbarer Geist sich jetzt erst einmal seinen träumenden Geist denkt. Cut. Das lasse ich jetzt gut sein. Ich habe es wieder wiederholt. Und bevor das nicht zu einer absoluten Selbstverständlichkeit von dir geworden ist, dass das für dich jetzt, ab jetzt, hundertprozentig sicher ist, dass es so ist, was du übrigens auch beschwören kannst, ohne eine Meinung zu schwören, wirst du dich narren bis in alle Ewigkeit. Und jetzt schauen wir uns diese kleine Szene etwas genauer an. Dazu muss ich jetzt ganz kurz, das habe ich jetzt halt hier. Jetzt rede ich wieder ganz normal, bröselig. Hier jetzt denken wir uns einen Folger aus und der arbeitet sehr, sehr intensiv diese Sachen durch. Und ich kann mal ganz kurz die schreiben, wo er mir schreibt, wenn ich sehe, was wirklich dann Holofeeling ausmacht. Ich muss ganz kurz, nein, den kann ich jetzt nicht sehen, muss ich wieder zurück, Entschuldigung. Weil sonst wäre es zu weit. Da kriege ich zum Beispiel schreiben, dass er sagt, ich habe mit dem Volker ein, so, ich habe mit dem Volker ein Video gespielt und habe durchgesprochen in einem Video, das haben wir aufgezeichnet, aber da gibt es kein YouTube davon, wo er dann hier mir zum Beispiel schreibt, ich habe mir das jetzt nochmal 5 bis 6 Mal intensiv angehört und das schreibt er dann Wort für Wort nieder. Und dann geht er auf jedes Wort ein. Und was dann passiert, das will ich dir jetzt zeigen. Das ist jetzt hier die Grundlage von diesen Baugenschlägen. Das ist unser Video. Und da wird jetzt das nochmal natürlich die Bauge erklärt in einer sehr, sehr einfachen Form. Und man muss sich das nochmal klar machen, wenn du ein relativer Ersthörer bist, schockiert es unheimlich, weil du kannst hier mit den Schriftzeichen nichts anfangen. Das ist übrigens für jeden, der das beginnt. Am Anfang, wenn man so hebräische Schriftzeichen sieht, die sehen im ersten Moment alle gleich aus. Und dann schaut man das erst gar nicht an, weil man versteht sowieso nicht. Obwohl, wenn man dann die Grundlagen hat, und ich sage, diese Grundlagen kann man locker und leicht in einer Woche lernen. Ich betone immer wieder, die Grundlagen der Vatersprache lässt sich hunderte Mal leichter lernen wie eine Fremdsprache. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Türkisch lernen müsstest als Deutscher, dass das hunderte Male, tausende Male schwerer ist, wie die Grundlagen der Vatersprache zu lernen. Und wenn du die beherrschst, entsteht in dir eine komplette Verwandlung, weil du Worte plötzlich komplett andere Vorstellungen aus Worten generieren kannst. Und zwar nach einem streng arithmetischen Prinzip. Sehr simpel und einfach. Da will ich jetzt aber nicht drauf eingehen, sondern ich ziehe jetzt hier mal runter. Das ist jetzt hier ein Dach in dem Holofeeling-Chat mit Einträgen. Das ist zum Beispiel, wenn du jetzt hier die Balder-Sage, einer, der die Grundlagen nicht kennt, kriegt das gar nicht mit. Die Sage erzählt das im Meer. Das kann ich jetzt schon im Meer lesen. UB86 Elayom. Wenn Beal. Beal heißt im Nichts, in Gott. Die R heißt eine Generation, habe ich violett gemacht. Die R ist, diese zwei Buchstaben im Hebräischen, ist praktisch die Generation, an Krankheit und Altersschwäche zu sterben. Bla bla bla, da kannst du dich jetzt reinreden. Am untersten G, das unterste G erzeugt jetzt ein Rund. Das ist die Welt der Gedankenwellen. Des Meeres, jetzt habe ich das Meer absichtlich blau geschrieben, weil du musst wissen, wir haben immer die Möglichkeit, das Meer rot ist ein Symbol, das im Meer ist, das immer Seine, und das ist UB86 Elayom. Dieser Begriff Gott, Bereshit bara Elayom, im Anfang erschuf Gott, so steht es in der hebräischen Tora. Und dieses Elayom heißt eigentlich El ist nichts. Und das ist das Meer, das immer Seiende, das nicht zeitlich als Moment, als Ding an sich existieren kann. Und dann haben wir das Meer, das wir uns jetzt ausdenken, mit seinen Wellen oben drauf und unten das blaue Wasser. Und wenn du das Meer anschaust, dann siehst du, es ist Spiegelung vom blauen Himmel. Du lügst dir das Blaue vom Himmel herunter. Und das ist jetzt hier. Balder wird durch sein Fehlverhalten. Es fehlt etwas. Und dieses VR, dieses bistabil erweckte Wahrnehmung, ist ein Alternieren. Und jetzt immer wie der. DR heißt Generation. Auf den G rund. Jetzt ist es in den Geist rund dieses Meeres verbannt. Ganz interessant. Wir haben wieder V
VR, die Vorsilbe Ver im Deutschen, kann für verbinden stehen und kann für verstreuen stehen. Immer daran denken, das V auf die Spitze gestellt muss in Balance sein, sonst kippt es auf die eine oder die andere Seite. Entweder ist es hell oder es ist dunkel. Wenn du das in der Balance hältst, dann hast du den ganzen Tag, da ist hell und dunkel gleichzeitig, weil das chronologische Denken weg ist. Und da haben wir jetzt schon den Ben, eine polare Existenz, und ND heißt das Gegebene. NDN im Hebräischen. Nimm das einfach hin und muss den Hellweg. Und jetzt ist dieses Hell, das schreiben wir mit einer 70. Das ist den Weg der Augenblicke gehen. L ist das Joch, das hochgehobene Joch, und das Wort Joch, also diese 70-30, wird auch L oder L ausgesprochen, heißt etwas hochheben. Schau bitte mein Bild an, und dann kriegst du, das heißt auch ein Joch, ins Joch spannen, und jetzt kriegst du schon deinen Sinus, deine Gedankenwellen. Da gibt es keine Zufälle. Und jetzt habe ich hier den Grund des Wäres, habe ich jetzt hier Violett plus Minus, Gedankenwellen ist ja rot und blau gleichzeitig. Unten ist es rote, das ist vollkommen zeitlos, ein Auf und Ab, das ist, wenn ich es immer so mache. Dieses Kreisen passiert in einem Punkt, aber in einem Punkt kann nichts kreisen, das ist der Widerspruch mit dem Radius. Wenn du den Radius unendlich klein machst, das sind zum Beispiel hier die Spin-Bewegungen der Quarks. Du musst immer an Radius denken, weil ein Punkt kann sich nicht um sich selber rumdrehen, da muss ich mir an Radius denken. Und oben habe ich, es taucht was auf und fällt wieder rein, es taucht was auf und fällt wieder rein. Auch der Gedanke an das Meer, wann existiert eigentlich in deinem Kopf ein Meer? Ja, wenn du an ein Meer denkst, dann taucht ein Meer auf, und sobald du an was anderes denkst, fällt es wieder rein, und dann taucht der nächste Gedanke in dir auf. Das rote Meer, das Symbol, Gott, ist im Meer, aber das ist eigentlich nur ein Punkt, aus dem alles entspringt. Jetzt habe ich ein bisschen was erklärt hier, und jetzt nimm einfach dich, sei ganz ehrlich, verdammt nochmal, sei selbst ehrlich, wenn du das jetzt anschaust, solche Sachen anschaust, setz das da mal voraus, dass du prinzipiell einen Hauch von Interesse an Holofeeling hast, das heißt letzten Endes an dir selbst, an das, was du bist. Du hast ja kein Interesse an dem, der du bist, weil du weißt ja noch gar nicht, wer du bist. Du verwechselst dich ja immer noch mit einem Gedanken von dir. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Dann taucht in dir eine Information auf. Das ist auch so ein Satz, den ich tausende Male wiederhole. Du bist nicht dieser Gedanke, weil sobald du an was anderes denkst, bist du immer noch derselbe Geist, der seine ständigen wechselnden Informationen anschaut. Und dieser Geist, den ich mir jetzt ausdenke, der seine ständig wechselnden Informationen anschaut, existiert natürlich auch nur in dir, wenn du den dir denkst. Du bist etwas Nicht-Denkbares. So, aber jetzt komme ich eigentlich, was ich ursprünglich zeigen wollte. Es ist jede Kleinigkeit, ist hier ein Kleinod. Da kriege ich zum Beispiel die Frage, wieso mache ich das stärker denn je mit der 1 und der 2? Das ist dieser kleine Fehler hier. E1, das ist die Energie in einer verkürzten Form. Da fragt mich zum Beispiel, jetzt muss ich immer, dass wir kommunizieren können, uns wen ausdenken. Jetzt springe ich da doch einmal rein. Da freut mich mein Holger. Schau mal ganz kurz, ich zeige euch das. Halt. Da habe ich übrigens, das ist ausgebessert worden. Da habe ich einen verkehrten Link reingesetzt. Das ist aber durchgearbeitet. Das macht keinen Sinn. Da habe ich hier einen verkehrten Link. Schreibt ihr mir. Aber es geht hier um, das ist übrigens die Stelle hier auch, stärker denn je. Der murmelt jedoch, der Hellwig, die setzen sich auseinander. Und dann kommt hier diese Frage ein Stück weiter oben, warum ich hier E1 schreibe. Der reißende murmelt jedoch nennt sich Holger. Das heißt, das Joch wieder, das ist auch dieses All, L, All mit der 70 geschrieben. Das habe ich gerade, das ist der Hellwig, hier. HL. Die 70 kann jeden Vokal annehmen. Das heißt, das ist das Joch, halt. Einen Moment. Das ist dieses Jochen Gr, ist ja der Reise, der in der Fremde übernachtet. Du bist ein Fremder, weil du vergessen hast, wer du selbst bist, und du übernachtest zurzeit in deiner Traumwelt als der Brüssel, der du zu sein glaubst. Und jetzt erkläre ich Ihnen noch dieses E1. Normalerweise steht, das ist in der Regel allgemein bekannt, E ist mc Quadrat. Ich habe jetzt da eine 1 drüber gemacht, bloß. Das ist eine Verkürzung, ich betone immer wieder, so hat es Einstein nie geschrieben. Das Original heißt E Quadrat ist M Quadrat, das R ist jetzt der rote Kopf, ist M Quadrat mal C hoch 4.
Und es reizt natürlich, denke ich, das R hier weg. Es reizt einen reinen Arithmetiker, immer eine Formel auf die kleinste Form zurückzuführen. Und da kann ich ja das runterkürzen auf e ist mc Quadrat, ist gleich e Quadrat mal m Quadrat. Ich nehme jedes Ding nochmal mit sich selber mal. Aber das ist die große Falle. Jetzt werde ich einseitig. Das ist wie wenn ich bei der Wurzel eine Seite weglasse. Ich muss das e zu einem Quadrat machen, dass ich eine Wurzel e kriege mit plus 5 minus 5, also bei 5 hat 20. 5 Quadrat ist ja gespiegelt in der Wurzel plus 5 minus 5. Und dann erst kriegst du eine Gedankenwelle. Aber das wird jetzt zu weit führen, arithmetisch. So, und jetzt schauen wir hier mal. Wenn du, Brösel, Blau, nicht mehr weiter weißt, das ist das Weib. Das ist die Frau. Du bist in deiner Traumwelt. Spiegelungen von dir selber. Und du drehst dich. Ein geöffnetes Ich, das ist der Brösel, der du zu sein glaubst. Die geöffnete Berechnung, die Generation. Du musst die Ehen. Du musst eine Ehe eingehen mit deinen Gedanken. Ist es so schwer zu verstehen, dass du untrennbar mit allem, was du denkst, verbunden bist? Egal, wo du dir räumlich oder zeitlich was hindenkst, es ist hier und jetzt und es ist, weil du es denkst. Das ist ja so einen einzigen Satz, wenn du wirklich verstehst. Und du wirst merken, die Menschen um dich herum verstehen die einfachsten Sätze nicht. Wie sollten sie auch, wenn die Spiegelbilder von dir selbst sind? Es sind hochgespiegelte Spiegelungen von dir selbst. Das heißt, wenn du deine Welt verändern willst, dann musst du dich selber verändern. Das sind alte esoterische Sprüche, wo jeder nachlabert. Aber keiner macht es. Die wollen also ihre Gedanken verändern, indem sie versuchen, wie kann ich einen Gedanken von mir verändern? Setz sie für das Wort Gedanken Information. Das gilt auch für jede sinnlich wahrgenommene Information. Denk sie dir, denk es dir doch einfach anders. Ist doch gut, beim Gedanken ist es noch klar. Wenn ich mir jetzt ein grünes Maßmännchen denke, bin ich der Einzige, der aus dem grünen Maßmännchen ein rotes Maßmännchen machen kann. Kein anderer kann das. Und wenn ich mir eine Erdkugel jetzt ausdenke, ich kann mir aus der Erdkugel auch eine Scheibe machen oder einen Käsewürfel. Ein Luftballon. Ich hätte die Freiheit dazu, ich mache das bloß nicht, wenn es nicht auf meinem Programm drauf ist. Weil ich ja streng nur ein geistloser Computer bin, der Bilder aufmeist, im Voraus mit vorausgehenden Daten, ich meine das nicht chronologisch, sondern hierarchisch, weil ich ja nur auf die Daten zurückgreife, die ich zum Denken benutze. Das ist mein Schwamminhalt. Das ist das geistlos nachgeäffte Schwätz meiner Lehrer, meiner Erzieher, meiner Vorbilder. Geht auch in der Mode. Du hast keine eigene Meinung, solange du dich als ein Affe siehst, der alles nachäfft. Das hat mit Freiheit nichts zu tun. Also du drehst dich, dein eigenes Ich, um dich geisteswungen selbst, weil das immer ausgedachte Sachen sind. Auch wenn du jetzt an deinen Schädel denkst, ich sage das immer wieder. Jetzt denk einmal an deinen Schädel, ganz bewusst an deinen Kopf. Ich benutze jetzt absichtlich das Wort Schädel. Dann wirst du feststellen, dass du um dich herum was rumdenkst. Du denkst jetzt zum Beispiel vor dich zwei Augen hin. Vor dir sind jetzt zwei Augen, wenn du an deine Augen denkst. Die kannst du schließen, dann wird es finster, ist in dem Selbstgespräch mit drin, und dann drehst du mal die Augen. In den Augenhöhlen, die Augen stellst du dir jetzt wie Augäpfel vor, die in einer Augenhöhle sind, und die kannst du bei geschlossenen Augen drehen, und dann spürst du das, sinnlich wahrgenommen. Aber komischerweise meinst du, dass das unmittelbar vor dir ist. Das ist übrigens auch auf zig Selbstgesprächen drauf. Du kannst jetzt an deinen Finger denken und oben auf die Schädeldecke hauen und dann hast du den Eindruck, dass es über dir klopft. Der wahrnimmt, ist genau im Zentrum dieses Kopfes. Und dann sage ich Schnipp. Und jetzt denkst du einfach, du sitzt jetzt in einem Z im Meer, die Geburt im Meer, in einem Zimmer. Und dann schaust du nach vorne, dann hast du vor dir eine Wand, dann kannst du nach über dir die Decke, die Ecke, die geöffnete Ecke anschauen. Augen, AGN heißt übrigens Becken. Geöffnete Ecken, AGN. Das sind jetzt die Konsonante Radix und jetzt hast du schon deine Ballonecken. Krempe, das wird umgekrempelt, hat was mit links, mit linkisch, mit außen umgedreht zu tun. Und das ganze Spiel, dieses Spiel, kannst du jeden Satz, den ich jetzt gesprochen habe, nachvollziehen. Dann kannst du nach unten den Boden anschauen. In ihm ist ein Urteil, nämlich zwischen oben und unten, zwischen vorne und hinten. Du kannst nach rechts schauen und nach links schauen. Das sind jetzt um dich herum Wände, ein Boden und eine Decke.
Du scheinst jetzt eingesperrt zu sein in einem Zimmer. Mit diesen, zaster mal mit diesen 8 Seiten. Vor dir, hinter dir, rechts, links, oben und unten. Wenn du an deinen Schädel denkst, hast du oben die Schädeldecke, unten hängt der Körper dran, vor dir hast du dann dein Gesicht mit den 2 Augen, mit der Nase, hinter dir im Hinterkopf. Du bist immer in der Mitte. Du kannst jetzt das Wort Zimmer austauschen mit Küche, mit sonst was oder mit einer Stadt. Dann hast du halt über dir den Himmel, unter dir den Boden, vor dir Häuser, hinter dir Häuser, rechts von dir Häuser, links von dir Häuser. Egal, wo du dich hindenkst, diese sind immer um dich herum, diese Perspektiven. Und du bist immer das Zentrum. Geh meine Gedankengänge mit, ich bin der Erste. Es wird aber immer bloß das da sein, diese Facette da sein, die du zurzeit in dir als Vorstellung wachrufst. Das ist Holo-Feeling. Hundertprozentig sicher, sofort von jedem 13-Jährigen überprüfbar. Und jetzt schau, was deine Logik dir aufzwingt und plötzlich ist das alles Lüge. Und das nur, weil es dir logisch erscheint, obwohl du das nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Zum Beispiel, ob dein Körper existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Du kannst es nicht überprüfen. Du lebst in den geistlos nachgeäfften Wahn, dass du meinst, du bist dieser Körper und dieses Gehirn. Und wenn es das nicht geben, Geist ist eben. Wenn es das Geben nicht geben würde, wird es mich ja nicht geben, mich Geist, der irgendwas erlebt. Das ist doch vollkommen geistlos nachgeäffter Blödsinn. So, jetzt kommen wir da ein bisschen Liederchen, immer mit dem Startpunkt achten, mit den Sekunden. Das sind Frames, Adressen, Jahreszahlen, Mittelalter, Zukunft, Science Fiction. Sind nur Adressen, die aus dieser Datei, wo alles gleichzeitig ist, das, was in dir drin ist, das ist Gott. Jetzt eine kurze Information in dir wachrufen, die mit dem nächsten Gedanken schon wieder zerstört wird. Jetzt kommen da einige angebliche Jesus-Übertragungen von der Batatude, die kann man auch vom Jakob Lorber nehmen, die natürlich übrigens alle genau an dem Tag ins Internet gestellt wurden. Und jetzt muss ich mir natürlich wieder eine Frau ausdenken, die Batatute ist ja tot, die diese Batatute-Texte nur einliest. Genau hier anklicken, Startpunkt 18, 18 Sekunden, ich und ich. Jetzt verweise ich nochmal auf diese Zusatzschriften. Da heißt es nämlich hier, Mahnung Gottes, sein Wort öfters anzunehmen. Du solltest mehr, wenn du eine gewisse Reife hast, bevor du dir irgendeinen geistlosen, aus Medien, Bärschen, irgendeinen geistlosen Scheiß reinklopfst. Solltest du lieber dich dort damit beschäftigen? Das ist ein Akt der Reife. Und dann kommt hier diese schöne Sache, die wirklich wahren Dinge im Leben brauchen keine Worte. Einfach anhören mit den Liedchen und immer dran denken, jeden Menschen, den du dir jetzt ausdenkst, jeden Musiker, den erschaffst du in dem Moment hier und jetzt in deinem Kopf. Du bist ein träumender Geist. Und alles, was die jetzt singen oder sagen, angeblich komponiert haben, du sprichst es den Gedanken zu, dass die das von sich aus gemacht hätten. Als wenn ein Gedanke anders sein könnte wie für dich, wie du in dir denkst. Das ist der erste Schlüssel, dass ich immer wieder sage, egal an welchen Menschen du jetzt denkst, der entsteht in dem Moment hier und jetzt in deinem Kopf. Ob du an Einstein, an Sokrates denkst, an Hitler denkst oder an Putin denkst, du erschaffst diesen Menschen, weil du ihn denkst, hier und jetzt als Information in deinem Kopf. Das ist hundertprozentig sicher, kannst du übrigens wieder sofort auf der Stelle überprüfen. Was du nicht überprüfen kannst, dass die da außen schon war, bevor du sie gedacht hast, wenn es um historische Persönlichkeiten geht, oder dass die jetzt da außen sind, wenn du glaubst, sie sind ja jetzt noch lebendig. Du kannst es nicht überprüfen. Um was zu überprüfen, muss es hier und jetzt eine Information sein. Dass diese Sache mit dem ersten und dem zweiten dir irgendwann einmal bewusst wird, wie blind Logik macht. Es ist logisch, aber nicht geistreich. Es Log ist Lug. Es ist eine Lüge. Und du liegst in einem Kindsbettlei. Das heißt auch eine Kindslage, ein Kindsbett. Das führt dich übrigens dann auch, du bist im Arsch. A-Erschin, rot gelesen. Göttlicher Logos. A-Erschin, rationale Logik. Ich werde darben. Die Erde haben wir wieder eine Generation von polaren Existenzen. Alle kleinen Klugscheißer, Klugscheißer, die sich noch im Arsch befinden. Das nennt übrigens dann auch Kindbett und Wiege. Ein Kindbett, das ist im Englischen das ist das Wort Lei.
Und du bist noch hell, dunkel, gesund, krank, das ist das unbewusste chronologische Denken. Das sind jetzt ein paar Bilder. Das ist jetzt, es geht hier nicht in irgendeiner Art und Weise, das sind Pixelmännchen. Ich sage immer wieder, das ist die OP. Nichts hält mehr, sage ich. Leben vom Säugling bis zum Greis in eine ständige Gestaltveränderung. Es ändert nichts an dem Geist, der das Leben durchlebt. Das ist, wie sich der Körper im Laufe eines Lebens wandeln kann. Das ist auch so ein schöner Zufall hier mit Carpe Diem, Weißenburg, das kommt dann noch. Jetzt habe ich hier einen kleinen Auszug, das ist zum Beispiel der Jupiter, sage ich immer, das ist UB, das ist ich, vorm Bücherregal. Und du Geistesfunken jetzt, der ein Buch in der Hand hat, darum sage ich hier, ein Immersein, erwachter Geistesfunk, je nachdem welchen Intellekt, da müssen wir das I jetzt blau machen, du zum Denken benutzt, erlebst du ein anderes Leben. Und das Ganze, dieses doppelt aufgespannte, wird in dir selber zugeteilt und ist immer jetzt. Das war übrigens so, das ist eine Weißenburger Kulturmagazin. Ich mache jetzt nur, es geht nicht um die Sachen da außen. Verstehe das Prinzip, dass alles perfekt getimt ist. Das geht von 11. bis 12. Aus 1,1 wird 1,2. Elef kann ich die 11 lesen. Elef ist unendlich viel. Alef als Elef ausgesprochen. Und das passiert 20, 12. 20 ist Kaff. 12 machen wir 1,2. Und dann heißt es dein Vater. Das Ein ist geschlossen, nicht existierend. Und dann haben wir den blauen Ben aus der Lindenstraße. Insider verstehen den Witz. Und jetzt habe ich hier einen Chat-Eintrag, da geht die Uhrzeit immer mit. Das ist dieses Nichts, wird jetzt zu intellektuellen Spiegelungen. Denk an mein Beispiel mit dem Spiegeltunnel, da ist das erste Licht und dann die vielen kleinen Lämpchen, die auftauchen. Und jetzt haben wir ein bisschen Offenbarung. O kreisen zwei Facetten Ballon. Offenbarung. Und da kommt jetzt die Hochzeit. Die Hochzeit kann ich jetzt zum einen lesen, dass ich was hochhebe, meine Gedankenwelt. Das ist Abgehobensein des Lammes, ist gekommen und seine Frau hat sich B im Spiegel, B3T, zu Spiegelungen gemacht. Deutscher Text. Und er spricht zu mir: Schreibe glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Das H, wenn ich außen lasse, wenn du nicht weißt, dass das, dann heißt es von Gott. Und er spricht zu mir, die sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Das, was du jetzt hörst, sind die Worte Gottes. Nicht eines Lautsprechers, sondern doch wieder eines Lautsprechers. Nicht eines Trockennasenaffen, weil ist jetzt irgendwo ein Trockennasenaffe, der spricht. Ein Computer und ein Lautsprecher, den du dir ausdenkst. Es ist existierend, das ist geistlos. Da kann ich auch wieder tausendmal sagen, ob du jetzt an einen Computer denkst oder an einen Trockennasenaffen. Es ist im Prinzip der Metapher dasselbe. Computer ist Gehäuse, Computerchip, Daten, Ausgabegeräte, sehen, hören, sprechen. Mikrofon, Lautsprecher, Bildschirm. Mensch ist Gehäuse, Gehirn, Intellekt, Augen, Ohren und da kommt noch einiges dazu, Geschmack und so weiter, was der Körper nicht hat. Das Prinzip bleibt sich gleich. Es ist im Prinzip eine Metapher für einen träumenden Geist. Und jetzt das Ganze machen wir jetzt engelisch. Schön interessant, dass der Engel, der Angel, und the lamp is come, the marriage, ein sub, of the lamp. These are the true things of God. Und das ist UB 86 Alhim. Da kommt jetzt übrigens dann so eine Kleinigkeit noch. Da geht jetzt die Kulisse, da kommt jetzt nochmal ein Video mit. Und jetzt kommt ein Gespräch. Das ist übrigens mit den Lamp Lamp. Die hat er das gar nicht reingestellt, Holger? Holger? Ja. Hast du das nicht reingestellt oder kommt es noch? Müssen wir mal gucken. Wo ich mit den Lamp Lamp das Bild? Es kommt noch, meine ich. Nee, das hast du vergessen. War das am Tag davor? Das kann sein, ich weiß es nicht, das ist wurscht. Es geht einfach schlichtweg und einfach darum, das würde ich dann noch mit drunter hängen. Ja, okay. Es geht darum, dass wenn man dieses Lamp Lamp, kleinen Moment,
Ups. Wenn du das jetzt Englisch schreibst, kannst du dieses B, da ist ja, habe ich ja Zeichnung dazu gemacht, dass du das B, wenn du das nach unten klappst, kriegst du das HDP. Wir haben ein hartes P, die 80, und das weiche B, die 2. Im Englischen ist es dasselbe Wort. Ich klappe nur dieses Ding einfach nach unten. Du kannst dir das vorstellen, dann wird aus dem Lamp, aus dem Lamm, wird eine Lampe. Lamp, Lamp. Ja. Das kleine Licht, der Geistesfunk. Ein Lämpchen, ein Lämpchen ist ein Geistesfunk. Das ist doch Freude des Lebens, da müsste es doch kommen. Ja, mag sein. Da Da, ich kommt gucke noch das mal genau Lämpchen, hin. da ist es doch normalerweise mit drin. Also, weil hier geht es nämlich bei dem Lied auch. Da wird dann doch, das glaube ich, ist mit drin. Wir schauen dann nochmal, weil dieses freut euch des Lebens. Da wird noch in dem Text hier im Wikipedia darauf hingewiesen, das freut euch des Le heißt ja im Hebräisch auseinandergeschmissen. Des auseinandergeschmissenen Sohns, des Lebens. Dass hier eine kleine Pause ist und da ist irgendwo eine Stelle, war noch mit drin, aber das ist jetzt, da steht jetzt, schau, unbetonte Silbe Benz im Lebens. Das ist der Sohn. Auseinandergeschmissene Sohn, du musst dich ja selber auseinanderschmeißen, du musst um dich herum was dir ausdenken, was aber letztendlich immer in dir drin ist, in dieser Ebene. Das ist immer eben jetzt hier, eben jetzt, egal was du dir ausdenkst. Und das ist dann hier, diese Ausgelassenheit ist hin, Rei. Und in dem Rei ist schon das Send, ist auch das Senden und der Sohn, der sich öffnet in vier Phasen drin. Und das heißt dann, es ist All, er ist Gott. Aber auch Raumzeit würfe er Sänger vor Freude die Mütze, damit jetzt, das wäre auch interessant, in die Höhe HBH und E Quadrat ist J. JHBH von rechts nach links gelesen. Interessant. Ja. Das Ganze passiert 1, 2. Das Aufblühen. Ab, aufblühen. auf. Und jetzt kommt das eigentliche, wieso ich jetzt wieder viel zu viel ausgeufert habe. Hieros, wir wissen, das ist heilig, göttlich. Ros mache ich immer so dazu. Das griechische Wort Os ist übrigens im Lateinischen eine Riesenpalette von Gesicht über bla bla bla. Weil man wird jetzt zu weit führen. Ein bisschen göttliche Magie. Hieros, ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Jetzt schauen wir ein bisschen in das Programm rein, dass dir irgendwann einmal bewusst wird, wenn ich sage, das Wissen einer Menschheit ist für mich das Wissen einer Schimmelpilzkolonie. Komplexes Chatdenken mit Lichtgeschwindigkeit denken, dass jedes Wort, wenn du es anschaust, der 400-Seiten-Buch ist. Das aber nichts mehr mit Wissen zu tun hat, sondern mit Verstehen. Wenn dich wer was fragt und du sagst, weißt du das? Und ich sage, ja. Mein Beispiel auch zigfach wiederholt, wenn ich sage, kannst du Deutsch sprechen, lesen und schreiben? Und du sagst, ja. Weißt du, was in dem Jahr Wissen drin ist? Auf der anderen Seite unheimlich viel. Erklär es mir, du hast 5 Minuten Zeit. Wenn du mich fragst, weißt du wirklich, wie die Welt und das Leben funktioniert, sage ich zu dir ja. Und jetzt soll ich dir das in 4 Wochen oder in 2 Stunden erklären. Da brauchst du ewig, um das zu verstehen. All die Metapher von mir, ohne dir Angst zu machen. Wenn du jetzt nur auf die Holofeeling-Seite gehst und du schaust dir alles, was auf der Holofeeling-Seite drin ist, alle Selbstgespräche, alle Schriften, alles, auch die Zusatzschriften und die von meinen Schreibstiften an, und du kannst die von hinten bis vorne aufwendig aussaugen, dann habe ich dir auf der göttlichen Schiefertafel, in meiner göttlichen Schule, in meiner göttlichen Uni beigebracht, ein Aleph zu zeichnen. Also zerbrech dir da nicht den Kopf mit deinem jetzigen Intellekt, mit deiner jetzigen Geistigkeit. Kannst du das überhaupt nicht erfassen? Aber du wirst dahin wachsen, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Wenn du mich sprechen hörst, bist du Geist von meinem Geist. Also geht es in dem Leben, sagst du mal darum, dass du wirklich hundertprozentig sicher weißt, was du selbst bist. Du bist ein nicht denkbarer, ewiger, unvergänglicher Geist, ein Gott. Jetzt schon für die Welt, die du dir ausdenkst. Die wird es ohne dich nicht geben. Geh eben, Geist ist geben. Und du fängst ständig was aus dir heraus zu haben, eine Wahrnehmung herauszuheben, aber immer bloß eine Seite. Jetzt ist es hell, jetzt ist es dunkel, jetzt bin ich gesund, jetzt bin ich krank, jetzt bin ich reich, jetzt bin ich arm.
Und du willst immer nur die Seite haben, und solange du nur eine Seite haben willst, wirst du die andere. Es wird ein ständiger chronologischer, für dich chronologischer Wechsel sein, obwohl das immer nur gleichzeitig sein kann. Dann wirst du Anoki. Also gut, diese Kulisse, ganz kurz nur. Eine Kulisse ist eine gemalte, verschiebbare Bühnendekoration. Ich habe jetzt hier ein E, heißt eine nicht existierende Energie. Das ist der Geist, ist diese Energie von Gott, die du von mir bekommst, und die E mit 1, mit 401 gelesen hast, ein Wachraum. Dieser Geist von Gott, die E, ist ein Wachraum, eine Loge, dieses Verschiebbar. Wir haben immer wieder die zwei Seiten. Schi sind Geschenke. Eb heißt Wolke. Bar heißt das Äußere. Aufblühend. Auf einer Bühne des Lebens, das letztendlich nur eine illusionäre Welt auf einer Farbbrille ist. Und das, was du dir überlegst, ist dir eigentlich ganz nah. Übernahme. Dieses Nähen, bin ich auch darauf eingegangen, das Opfer, der Schöpfer, Korban, heißt auch zusammennähen, oben und unten, bis du dann die Mitte, alles sich in der Mitte vereinigt. Wenn du das jetzt zigfach hörst, wirst du merken, das ist eine unendliche Tiefe, und es kommt dann auch diese Kulisse als französischen gleitend flüssig werden, fließen, von wo nach wohin fließt es eigentlich, wenn das nur hier und jetzt in deinem Kopf ist. Beginnt mit einer Welle. Hindurchdringen, durch, wieder generieren, die R-Generation im Gehirn auf- und abschwingen. Das ist jetzt, ich spreche jetzt nur was aus, was ich dir arithmetisch und sprachlich komplett präzise in dem Wort, wenn ich sage, was da drin ist. Es ist ein komprimiertes Programm. Da kommen dann Durchsein, Reinigen. Ich habe jetzt hier ein kleines, das Einigen. Du musst diese ganzen Berechnungen violett gemacht, plus, minus, ist immer gleichzeitig. Das ist dann eine Einigung. Das ist die große, die allumfassende Liebe oder ein Blick haarindern in dir, hinter die Kulissen werfen. Das machen wir jetzt. Ich lasse dir einen kleinen Blick hinter die Kulissen meiner göttlichen Schöpfung werfen. Mit Holofeeling. Und jetzt beginnt es mit Kul. Das heißt zum einen alles. Und Le-Es ist diese auseinandergeschmissene Raumzeit, die du in dir aufspannst, das aufgespannte physikalische Licht. Waffel. Immer dieses Spiel muss man verstanden haben. Jetzt kommt ein. Hier ist ein bisschen göttliche Magie, ein Blick hinter die Kulissen eines Selbstgespräches von und mit IHUB. Und jetzt kommt es, was, wenn man sich damit beschäftigt, erlebt man Wunder. Das ist die Schrift vom Folger, der hat sich damit auseinandergesetzt, der hat es nur übernommen. 50, 49 Sekunden. Interessant, die 49 kannst du gleich, da heißt es, das da mal gestaltgewordene 40, 9 gestaltgewordene Spiegelungen. So, jetzt denk einmal. Es ist ja mein Fränkisches. Wenn wir uns gleich nochmal anhören. So, jetzt denk einmal von Gott. Be in mir sind zwei Erscheinungen. E, das bist du und ich. Vorm Bücherregal, hinter dem Bücherregal. Schauen wir uns das ganz kurz an. Das heißt hier TT, rot-blau, das immer da sein und eine Erscheinung. Ausüben. Geh eben, Geist ist eben, Le, auseinandergeschmissene Gehirnexistenzen, machen, setzen, stellen, tun. Das ist so die hebräische Übersetzung, bewirken, hingeben, preisgeben, etwas aufbauen, hinstellen. Das ist so eine Unterform. Das ist ein Aufblühen, eins, zwei, der Unendlichkeit. Da will ich jetzt aber gar nicht so auf die Zahlen reingehen. Dass du Brösel in 10 Sekunden aufstehst. Das ist jetzt gedacht. Geöffnete Schöpfung, das ist Wissen mit 70 geschrieben, ist in Schrecken versetzt werden. Chedi, Shin'ar heißt logisch berechnete Ecken. Das ist dein Blickwinkel. Du hast ständig wechselnde Informationen. Jetzt realisiere es mit deinem nur ausgedachten Körper. Jetzt kommt 50, 59, 10 Sekunden später. Pixelweibchen Irene steht auf. Eines Selbstgespräches von und mit IHUB. So, und jetzt denk einmal bitte, was hast du jetzt da gemacht? Wieso ist das doppelt? Fehler. Hammer. Nicht so schlimm. Und jetzt habe ich dieses Bild, IHUB, musst austauschen, ne? Wie Ja, mach mache ich. ich denn jetzt? IHUB, Pitzelmännchen natürlich, Symbol rot. Lasse es genau in diesem Moment, Mom heißt
Kreisen, Fehler, End, Auf- und Abschwingen. In diesen beiden symbolischen Köpfen klingeln. Das kriegen nur die zwei mit. Sie in ihren Traum und sie in ihren Traum. Hören wir uns das nochmal an. So, jetzt denk einmal bitte, dass du in 10 Sekunden aufstehst. Das ist jetzt gedacht. Jetzt realisier das. Siehst du? Jetzt hat es geklingelt. Die zwei haben das gehört. Du hast es nicht mitgekriegt, wenn du das anhörst. Der hat es nicht mitgekriegt. Also wir denken jetzt in ihren Welten. Du, die zwei haben das Klingeln gehört. Sag mal mit deinem Körper und du wirst feststellen, das passiert jetzt. Genau 10 Sekunden später steht es ja. Das passiert jetzt. Hey, ich bin's. Darum lacht jetzt die so, weil das wie ein Zufall war. Und jetzt sage ich immer wieder, es gibt Reizauslöser, die in dir auftauchen, die kommen von Gott. Und du reagierst auf diese Reizauslöser und dann verändert sich deine ganz eigenständige Information. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Kein anderer erlebt deinen Traum. Jetzt mache ich dir mal was ganz was Neues. Jetzt denke mal bitte an deine Hände. Nur an die Hände denken. Das hebräische Wort für Hand ist J. Ist einfach nur 10-4. Das heißt eine intellektuelle Öffnung. Wenn wir es blau lesen, die zwei Hände sind die J eben. Das ist intellektuelle Öffnung des Meeres. Die waren jetzt nicht da. Und jetzt hast du ein ziemlich wahres. Das ist übrigens dieses 10-4, das J hat den Wert 10-10. Diese intellektuelle Öffnung ist dann hier zusammengezählt 14. Und die 14, die 1-4 wiederum geben, die 5 ergeben die Wahrnehmung. Genommen, es ist eine sinnlich wahrgenommene Information, das Gefühl, bald die zwei Hände zur Faust. Du spürst es jetzt ja sinnlich wahrgenommen, körperlich, aber du spürst es nur. Wenn du die jetzt. Das ist übrigens Kaff. Wir haben zwei Arten von Händen, das ist die 10 und die 20 in der Kabbala-Symbolik. Das ist zum einen die offene Hand und die geschlossene Hand. Das heißt dann wie dein. Realisieren ist auf der Verabrede, musst du die in deine Verabrede dir drauf denken und dann halt die dir vor die Augen. Mach das, mach es. Und dann laufen die als ziemlich optisch wahrgenommen. Schau mal das Bild dazu, parallel laufend. Hochinteressant. So, und jetzt springe ich da wieder rein. Und jetzt hat hier unser Folger als Brösel, wir denken wieder bröselig, dass er mal genau verfolgt von Sekunde zu Sekunde. So, jetzt denk einmal bitte, dass du in 10 Sekunden aufstehst. Das sage ich um 50:49. 53 ist Ruhe. 55 HBH macht das Formding, das ist es sein, rot gelesen, die 50 SAIN. Das Bewusstsein, das nicht existiert, hat jetzt zwei Wahrnehmungen. 55 JHBH. Das ist jetzt. Und jetzt passiert Klopf, Klopf, Klopf. Das denkt er sich natürlich, weil ich es ihnen erzählt habe. Vorher wusste er das ja nicht. Jetzt grinst sie, weil sie merkt, hey, was ist jetzt los? 57, jetzt realisiere einmal, dass Irene aufsteht. 58, 59. Mit deinem Körper und du wirst feststellen, das passiert jetzt. Habe ich nicht gesagt, du stehst in 10 Sekunden auf? Wir haben da zwei Seiten. Ich sage, du bist auf der anderen Seite eine Marionette. Die Fäden halte ich in der Hand. Ich lasse dich aber selbst an den Fäden ziehen. Das ist die Schutzfunktion für dich. In einem der Selbstgespräche sage ich, was hältst du, in ganz alten Almener Vortrag schon, was hältst du von einem Marionettenspieler, der eine Marionette laufen lässt und die stolpert laufen und der regt sich auf, dass die nicht richtig laufen kann. Die Marionette kann doch nichts dafür, dass er sie so führt. Ich führe dich richtig. Aber ich habe dir jetzt erst einmal die Freiheit gegeben, dass ich zwar die Fäden in der Hand halte und nur korrigierend eingreife, wenn es wirklich wichtig ist. Ansonsten lasse ich nur dich an den Fäden ziehen. Du bist der Richter über alles und jeden und deine Richtersprüche vollstrecke ich an dem, der du zu sein glaubst in deinem Traum. Du bist mächtiger als jeder Gedanke, den du denkst, weil der Schöpfer, gehen wir mal davon aus, der Schöpfer von einem Gedanken prinzipiell hierarchisch gesehen mehr Macht hat wie ein Gedanke. Der Gedanke muss nämlich so sein, wie er gedacht wird. Das gilt übrigens auch, wenn du jetzt an dich denkst als Brösel. Du denkst immer an denselben Brösel. Du denkst dich als Mann oder du denkst dich als Frau. Geist ist männlich und weiblich gleichzeitig. Ist eigentlich genau genommen nichts. Das ist die Mitte zwischen dem Denker und dem Ausgedachten in unserer Adam-Symbolik. Okay, 51, es passiert jetzt.
Es passiert jetzt, mache ich einmal was ganz Neues. Jetzt denke bitte mal an deine beiden Hände. Interessant, hebräisch geschrieben, Jodim. Die Im-Endung ist auch 2, nur flackernd an die Hände denken. Denken ist ein geurteilte Basis, ein Fundament, du denkst dir das aus, jetzt kommt. Die waren jetzt nicht da, die waren in der 13, in der Einheit. Jetzt kommt die 15 und jetzt hast du eine sinnlich wahrgenommenes, das kann man durch rot machen, aber wir sind im blauen Bereich, das heißt eine intellektuelle Wahrnehmung. Jetzt hast du in ein sinnlich wahrgenommenes, es ist eine sinnlich wahrgenommene Information, die du in dir aufspannst, intellektuell aufgespannt. Das Gefühl, 19, balle die zwei Hände zu einer Faust. Das Interessante ist eine intellektuelle Spiegelung, wenn wir das zusammenzählen, kriegst du wieder die 10. Okay, da will ich jetzt nicht so genau darauf eingehen. Du spürst das jetzt ja sinnlich wahrgenommen körperlich, aber du spürst es nur, wenn du dir die jetzt realisierst, bla 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 bla. Das ist also hier, schau 27, dann kommt jetzt die Erkenntnis, musst du die auf deine Verabredung in dir auftauchen lassen. Jetzt hier muss er austauschen, die Tochter taucht auf, jetzt kann man nicht die Tochter, hier jetzt, Folger kennt die Karin, der meint die Tochter. Die Tochter im Hebräischen schreibt sich Bat. Ja. Es ist immer richtig. Ja. Wenn was nicht stimmt, kannst du es bloß nicht ganzheitlich einordnen. In dem Moment, wo ich nämlich aus der Tochter Bat mache, heißt es ganz einfach eine polare Erscheinung. Außerhalb polar erscheinend. Das ist eine Gedankenwelle. Diese Karin ist schlichtweg und einfach bloß eine Gedankenwelle. Okay? Die Tochter taucht auf. Jetzt ist es, was ich jetzt neu dazu mache. Und das wird jetzt interessant. Jetzt schauen wir uns mal diese drei weiblichen Protagonisten in dem Video an. Wir haben es ja mit drei weiblichen Protagonisten am Ende zu tun. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Trinität von Weibchen, ausgedachterweise eine These, eine Antithese und eine Synthese. Interessant. Da haben wir den Geistesfunk, der sich das ausdenkt und mich machen wir mal ganz weg hier. Beroschelt. Inmitten dieses Kopfes spielt sich dieses Spiel ab. Ein Mann, rot, das ist der Kallus. Das ist jetzt der Nachname, der ruhende Name. Kaal heißt praktisch mehr oder weniger wie Gott. Ein verbundenes Bewusstsein. Und er denkt sich jetzt eine These, eine Antithese, eine Synthese aus. So, ich habe jetzt hier, um das klarer zu machen, um meinen Folger, habe ich jetzt heute Morgen was geschrieben, weil er Tochter schreibt. Brüssel Nadja und Brüssel Irene wohnen nebeneinander. Im zweiten Stock. Der Auftauchende, denken wir uns jetzt aufgrund von Worten was aus, im zweiten Stock, der Auftauchende Brüssel Karels wohnt unter Nadja und Irene im Parterre. Parterre heißt übrigens Parterre zu ebener Erde. Ist spaßig, ne? Schau mal, Synthese, zweiter Stock. Karin, Kaari. Das ist wie der Löwe. Wir sind ja Arier. Wie ein Löwe. Das ist, der fängt an zu existieren. Das ist die Karin. Und jetzt schauen wir uns mal hier diese drei weiblichen Namen in der Etymologie an. Als erstes beginne ich ganz einfach mit der Karin. Damals Karin ist die schwedische Form von Katharina, das kann man gleich wegmachen. Dann machen wir gleich die Katharina. Die Herkunft des Namens ist umstritten. Kommt erst einmal vom Griechischen. Jeder der beiden, jeder Einzelne. Die Synthese ist jeder von beiden, weil sie denken wir uns jetzt, denkt sich ja die zwei aus. Ob das der Karin schon bewusst ist, ist eine andere Frage. Die will sie nicht. Insider verstehen den Witz. Wir werden uns das gleich genauer anschauen. Ist verrückt, ne? Ja. Es ist noch gar nichts. Wir sind immer noch extrem an der Oberfläche. Wow. Also wir machen hier die Karin nochmal weiter. Das heißt also hier, jeder Einzelne der beiden oder Verwandten, mit, die sind beide jetzt entfernt. Was heißt entfernt? Die in einer gewissen Entfernung vor ihr ist und die, die vor ihr ist, entfernt sind eigentlich in ihren Kopf. Mhm. Wenn du jetzt die Karin bist, in dem Moment natürlich nur. Ja. Gut? Da ist in der Karin drin. Sind übrigens die zwei im zweiten Stock, sie ist unten. Sie entspringen ja aus der Karin. Mhm.
nebeneinander oben, Gedankenwelle, plus minus, hast eigentlich Auf- und Abschwingen im zweiten. Ausgedacht. Der Aufbau der bloßen Karin, wir müssen wieder zur Karin, zur Katharina, dann ist es hier, der seinerseits vielleicht weit entfernt abzuleiten ist. Der dritte ist irgendwie entfernt, das alles fällt in einem Buch zusammen. Da kommt das Ganze von Hektagon, von 100, da wissen wir jetzt, Unde heißt, woher auch immer das ganze Zeug kommt, diese berechneten Spiegelungen und Erscheinungen, aber auch der Frevel und die Folter, alternieren, all. Das ist der Karin, die meint hier auf der anderen Seite von Liebe und auf der anderen Seite das Vergeben und das Verzeihen. Und dann kommt es natürlich noch von Kup, koptischen Namen. Meine Weihe deines Namens ist, dass du irgendwann nochmal begreifen musst, Karin, dass du ein Arier bist. In der Zeit ist für den Grillen, und die machen wir jetzt nochmal weg, weiter will ich nicht reingehen. Und immer dran denken, jedes dieser Worte wird ein unendlicher Komplex, wenn du das in der Tiefe aufhörst. Und jetzt machen wir als nächstes, machen wir jetzt nochmal die Irene. Die Irene, Herkunft des Namens, ganz einfach, griechisch-lateinisch, die Friedliche. Ich sage immer, die Irene ist eine ganz eine Liebe, aber sehr geschwätzig und noch sehr, sehr unbewusst. Die Frucht des Paradieses. Frieden, Prieden heißt die. Und Eden, Eden ist auch die Ewigkeit. Die Frucht des Paradieses. Wir können natürlich diese Namen, Kaari haben wir ja gerade gehabt, die Irene. Machen wir mal zuerst die Ira, Ire. Ist ängstlich, fürchtlich, furchtsam. Sie hat immer noch Angst, irgendwas verkehrt zu machen. Atbash ist immer der Magier im Hintergrund. Und Gott. Der immer seiende 43, die immer seiende 31. Berechnetes 11 AI. Kann man immer rot machen. Ira, das heißt, er oder es wird rational, schöpferisch, ängstlich und furchtsam. Mache ich irgendwas verkehrt? Das Respekt, eigentlich heißt es nicht Angst. Das wird übrigens, diese Radix wird meistens, hier sieht man das jüdisch mit Angst übersetzt. Und ich sage, großer, großer Fehler. Ira hat mit Angst nichts zu tun. Angst ist ein anderes Wort, sondern mit Respekt. Ehrfurcht. Diese rote Furcht hat nichts zu tun mit Angst. Die blaue Furcht. Fur ist pur, ist das Los, in Schrecken versetzt zu werden, was aber ein Hochgenuss ist, wenn ich dieses Chedi als ein Kollektiv eines immer seinen Geistes sehe, der ich selbst bin. Okay? Und das Nee ist dann ganz einfach eine Irene, die du, die wir, Geist, uns jetzt ausdenken. Ist schlichtweg einfach nur ein existierender Augenblick. Bit, 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 bit. Von Frame zu Frame. Zufall? Ich lasse in meiner Schöpfung keine Zufälle zu. Aber wir haben ja jetzt noch die Nadja. Jetzt schauen wir uns mal die Nadja an. Die ist jetzt hier mit einem J geschrieben. Da haben wir natürlich verschiedene Möglichkeiten. So, schauen wir mal die klassische Etymologie an. Es ist die Koseform, ein Diminutiv, den habe ich oft angesprochen. Der ist sehr wichtig. Das ist eine Endung im Hebräischen, das man drehen kann. Eine Verkleinerungsform nennt sich das. Das russische Name Nadeshda. Und bedeutet Hoffnung, eine wahrgenommene Öffnung. Da ist, mach nur zwei Pünktchen drüber. Oft dann wiederum heißt auch ausschalten im Englischen. Die wahrgenommene Hoffnung ist eine Öffnung, die ist nun, entweder im Gehirn oder in deinem Geist. 50 und 50. Nun ist jetzt. Die Zehner wollen wir wegmachen, hast du 5 und 5. HBH und Geist. Jetzt haben wir wieder GHH. Auf die 1 reduziert. Das ist nur eine Sache des Bewusstseins. Es handelt sich um einen der ältesten russischen Namen, der auch in weiteren meist europäischen Sprachen übernommen wurde. Und das ist jetzt, sagen wir, eine Trinität, weil nämlich die heilige Subja, Sophia kommt nämlich von einem Sub. Sub ist das absolute Ende. Das ist dieses Bewusstsein von UB. Das Hier und Jetzt ist das ewige Ende, das Sub, das sogenannte Ein-Sub in der Kabbala. Und Sub ist Ja, die Kurzform von Gott. Ist interessant, ne? Jetzt kann man das meilen natürlich auch noch. Diese hießen Glaube, Hoffnung und Liebe. Wir können das natürlich jetzt auch hebraisieren. Und dann kriegst du zuerst einmal hier, wir können ja jetzt ganz einfach ND machen. Nat,
Interessant, die existierende Öffnung ist ein Damm. Das heißt, die geöffnete Schöpfung besteht aus 2 mm. Der Moment, mm, aus Wasserblau, aufgetürmte Wasser, da bin ich oft drauf eingegangen. Und dann haben wir hin den Jahin, den Gott. Der Gott, der hier in sich selber Wasser aufwirft, schwanken, sich bewegen, ständig hin und her wabernd. Wir können natürlich auch das anders machen, dass wir das ganz blau machen. Dann haben wir NA, die existierende Schöpfung. Und das ist jetzt einmal das Wort für Ach. Hebräisch geschrieben heißt es Bruder. Vom Bruder zu Bruder. Das Weibliche ist immer nur die Hülle. Bi, TT, in mir sind 2 Erscheinungen beziehungsweise 2 Spiegel. Und ich sage immer wieder, da kann man 400, 400 machen, dann kriegst du das Pi. Oder 9, 9 machen, dann kriegst du die 18. Das bin ich. Wenn wir das im Blauen halten, ist es noch nun wieder Existenz und Existenz noch sehr roh, ungekocht. Es muss noch etwas köcheln in dem göttlichen Brutebene. Und das ist hier dieses Na und Dia. Im Griechischen wissen wir, Dia ist die Auseinandergeschmissene. So, jetzt glaube ich, lassen wir es gut sein. Genug Einweisung. Ich gehe mal ganz kurz, ob ich da noch unten stimmt, stimmt. Dann kommt jetzt hier, habe ich ein Musikstück noch gemacht, ohne, da gibt es keine Zufälle. Das ist nochmal ein Musikstück. Dann habe ich hier einen Eintrag um 12.52 Uhr. 12.12 ist ab, das ist der Vater und 52 ist der Sohn. Wir, ab und Ben. Du Geistesfunk bist Gott. Da habe ich das S vergessen, als Arni Brösel. Da fällt jetzt ein S, aber das spielt jetzt keine Rolle. Du bist All und ein Arni-Brösel. Ich hätte jetzt als raumzeitlicher Arni-Brösel. Arni ist dein blaues Ich. Kann man anklicken. Also hier jetzt nicht, weil das bloß rausfotografiert ist. Ein Held hält auf dem Meer UB. Das ist, dieses Ding ist hier verkehrt. Da muss man hier ein anderes Ding einsetzen. Kann ich dir zeigen. Wir müssen den Held LFLD machen. Das ist das Richtige. Das heißt, ich gebäre, ich erzeuge. Ich werde etwas, kommt von Illet. Elet, Illet. Also Elef, unendlich viel. Ich gebäre unendlich viele Bitte in mir. Da habe ich einen verkehrten Link reingesetzt. Und dann kann man den auch rot machen. Beachte die Farbgebung geistig ab, Ben. Die 2 kann man zusammenschieben, dann kriegst du eben, das ist der Eckstein, eben. Eben jetzt, es ist eben jetzt, in diesem Zentrum ist es drin. Jetzt mache ich hier noch dieses Finalis, die Grenze betreffend. Da steckt dann der Beati Udo mit drin. Das ist das große Glück am Ende sein, dieses am absoluten Ende sein, das ist das Einzug. Und dazu habe ich die entsprechende Lidie, das Finale von Rulandica. Das war's. Super. Super. Bewusstsein UB ist erweckt. Das bedeutet, das war super. Wollte ich jetzt hin? Da wollte ich hin. Sonst noch irgendwelche Fragen, Folger? Das Volk der Erwachten, das ist der Volker Hanisch. Ja. Was bringt mir jetzt, das kannst du eventuell sagen. Um eins klarzulegen, der Einzige, der das jetzt hört, bist du. Egal, was ich erzähle es den Geist, der mich ausdenkt, der sich von Augenblick zu Augenblick irgendwas ausdenkt. Nur dieser Geist, den erzähle ich das. Und das ist auch der Einzige, der das hören und wahrnehmen kann. Was du aber jetzt aus den Worten für Vorstellungen aufbaust, ob du das weiterhörst oder eventuell, wir denken uns jetzt einmal einen Geistesfunk aus mit einem anderen Programm und der hat das Ding erst gar nicht angeklickt. Vielleicht nur 5 Sekunden laufen lassen, weggeklickt, weil er sagt, da komme ich nicht mit, das interessiert mich nicht. Das sind alles, das bist immer du. Das bist immer du, du bist immer derselbe Computer, du hast bloß ein anderes Wertesystem laufen. Du wirst auch aus jedem Wort, das sind diese einfachen Sätze, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sage einfach mal Peter sage, dann wirst du feststellen, je nachdem, wer du zu sein glaubst, wird das Wort Peter in die andere Vorstellung auslösen, wenn ich das nicht genauer definiere. Wir wissen zuerst einmal Peter, PTR, Konsonante Radix, können wir 2 verschiedene T einsetzen. Eine 400 oder eine 9, die eine Version dazu ist der Erstgeborene, die Erstgeburt. Wir sind der Erste. Bist du schon der Erste? Dann bist du Peter, der G, Ross, E, Quadrat.
Der Geist ist nämlich Sus. Ross auf Hebräisch ist Sus. Und der Geist wiederum ist Gottes, ist J und jetzt kriegst du Jesus. Darum mache ich das Hieros, der Heilige, das Ross, bezieht sich auf das Sus. Wenn wir natürlich in das Lat, La, T auseinandergeschmissen, in das Lateinische gehen, wird Sus das Schwein. Aber das kann ich jetzt wieder nur negativ lesen. Schwa, logisch doppelt aufgespannt. Einschalten, Ayin ist eigentlich nicht existierend, weil plus minus wieder nichts ist. Und dieses Schwein wiederum, das männliche, ist der Eber. Eber als Iveli ausgesprochen, führe dich jetzt zu dem, der aus dem Jenseits kommt. Das bin ich. Aus dem Jenseits vom Diesseits. Und jetzt muss dir klar sein, ohne Vordersprache ist es ein geistloser Schwätzer, der Lautsprecher. Der Lautsprecher, den du jetzt hörst, der weiß doch gar nicht, was er macht. Meinst du, dass der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, dass dieser Gedanke, den du das jetzt zusprichst, dass der die Ursache ist für das, was du jetzt hörst? Nein, du bist die Ursache für das, was du hörst. Du bist ein träumender Geist, verdammt nochmal. Deine Informationen erlebst bloß du. Dein Reizauslöser, den ich dir einspiele, was du draus machst, hängt davon ab, inwieweit du bereit bist, mir geistig zu folgen. In eine vollkommen neue Welt. Es ist wie diese Wachstumsstufen vom Säugling bis zum Greis. Dass ich immer sage, Evolution, Revolution. Evolution, wie war das nochmal, Revolvere, der junge Udo. Das war übrigens das eine Bild, jetzt gedacht 1994. Bloß nebenbei. Jetzt, immer jetzt. Und dein Leben ist nicht anders, wenn du zurückblätterst. Du kannst jetzt alte Bilder von dir anschauen, oh, habe ich da toll ausgeschaut. Das bist nicht du. Du bist der, der aus sich herausschaut und sich was vorstellt und dann sagt bei manchen Gedanken, das bin ich. Der, der bewusst in mir ist, der Geist, ist all seine Gedanken. Das bedeutet Holophilie. Und du wirst dich wundern, wenn wir jetzt Selbstgespräche anhören. Ich sage immer, jedes Selbstgespräch können wir jetzt nochmal laufen lassen und dann immer wieder Erklärungen und dann nochmal Erklärungen von den Erklärungen von den Erklärungen, bis du das Prinzip verstanden hast. Pri ist die Frucht und ZB heißt etwas auftauchen und auf der Wasseroberfläche stehen. Das sind deine Früchte, die du dir ja selber vorlegst, in dein Leben rufst. Dein Leben wird auch bestimmt von deinen Interessen, von deinen Zuneigungen und Ablehnungen. Und wenn ich jetzt immer wieder sage, das Wollen hat zwei Seiten. W, Oll übrigens, ist W, doppelt aufgespannt, Oll mit 70 gelesen, ist hochgehoben und Joch. Die kommen aber nicht nacheinander, sondern gleichzeitig. Du kannst jetzt die eine gut nennen und die andere schlecht nennen, aber das kann man austauschen. Ich erwähne das immer und immer wieder. Du musst erst einmal die vier Seiten wissen. Diese vier Seiten sind wichtig. Wenn ich jetzt wieder sage, Zeit, Schritt, erster Schritt, wir machen 1900 vor 45, 45 ist da aber. 1,9, ein ganz elementares in der menschlichen Entwicklung des deutschen Geistes, des göttlichen Geistes, ist dieses Datum. Wir haben nämlich einen vor 1945, 19, die göttliche Spiegel oder die göttlichen Spiegelungen, 4, 9, 4, 5 ist 9. Immer die Quersumme. Und die 19 ist die 10 in der Quersumme. Da haben wir einen Gott und der baut Spiegelungen auf. Die Spiegelungen entstehen in der 45 in den Adam. Wenn ich jetzt richtig nach Adam Riese richtig gerechnet habe, dann müsste das stimmen. Glaub ja nicht, dass da irgendeinen Zufall gibt bei den ganzen historischen Namen. Das sind Märchenfiguren. Also gut, vor 1945 haben alle geschrien, Ausländer raus! Und die Aris, die Erstgeburten, das sind die Guten. Nach 45 spiegelt sich das. Und jetzt schreien alle, natürlich immer wenn ausgedehnt, Ausländer rein und die Nazis sind die Bösen. Und jetzt wissen wir, im Einheitskreis ist es aber gleichzeitig. Ja. Wir schieben das übereinander und jetzt kriegst du deine vier Phasen im Einheitskreis. Es ist eine Matrix, es ist ein Computerprogramm. Holofeeling ist ein vollkommen neues Weltbild. Das macht dich zum Schöpfer von Welten, von Traumwelten, die du unendlich variieren kannst, natürlich nur mit einer Erweiterung deines Programms. Das Wissen deiner jetzigen Menschheit, alles Wissen eines jeden einzelnen Menschen, den du dir jetzt in die Vergangenheit denkst,
Und das sind jetzt mit meiner 1, 2, 4, 8, 6, 4, 8, 16, 32, 64, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Unendlich viele. Ist nur eine in der Quintessenz des H. Ein Buchstabe. Wie war das gerade, wenn du das ganze Ohrenbarungswerk von vorne bis hinten aufwendig aufsaugen kannst, alle Selbstgespräche, habe ich dir auf meiner göttlichen Schieferntafel beigebracht, ein Aleph zu zeichnen. Da bist du noch weit davon entfernt, ein bewusster Schöpfer zu werden. Aber du wirst das alles noch durchleben. Und weißt du, woher ich das weiß? Weil ich nämlich du bin. Weil ich jeder bin, der jetzt ein Leben durchlebt, weil ich der vom Bücherregal bin. Ja. Das Problem ist, sobald du was erleben willst, da läuft nichts verkehrt, musst du in die Vergessenheit gehen, dass das real wird. Aber es gibt auch eine Stufe, dass du es durchaus erleben kannst, ohne zu vergessen, wer du bist. Das ist dann wie ein Schauspiel auf der Bühne. Solange du Angst hast, dass dir was passieren könnte, gehst du auch keine Abenteuer an. Dann bist du das Vögelchen Mathematikus, das in seinem Käfig drin setzt und egal was von außen jetzt kommt und sagt, du brauchst es doch nicht, Gott sorgt doch für dich. Nein, ich habe doch da meinen Gefängniswärter, der mir das Essen reinstellt. Weil das Geld ist eine Sau. Und du lebst zurzeit deine Traumwelt, diese Führerscheinprüfungsbogenwelt habe ich jetzt bis fast ins Unerträgliche hochgeschraubt, um dir zu zeigen, wie unendlich geistlos und dumm die Affen sind um dich herum. Und nimm dich bitte nicht aus, du bist die Quelle dafür. Ich meine, der, an den du denkst, ich bin ja so gut, es sind eben die Guten, ich kann ja nichts dafür. Wie geistlos ist ein Geist, der meint, er kann für das, was er sich ausdenkt, kann er nichts dafür, was er sich denkt. Haben wir übrigens wieder zwei Seiten. Als träumender Geist kannst du selbstverständlich nichts dafür, was ich dich träumen lasse, weil du kannst dir das ja nicht raussuchen. Was aber nichts an der Tatsache ändert, dass du das, was du denkst, erschaffst. Und wieso lasse ich dir das jetzt träumen, dass du dich irgendwann einmal eines Geistreicheren besinnst und dir klar wird, dass du der Einzige bist, der deine Gedanken verändern kann. Aber um die zu verändern, und jetzt machen wir wieder den Computer, musst du das Programm verändern. Und das Programm, von dem ich jetzt rede, kann niemals ein ausgedachter Affe verändern. Auch nicht ein ausgedachter träumender Geist, sondern der sich den träumenden Geist ausdenkt. Und zu dem sage ich, ich bin du. Und dann verändern heißt, dass wir alles, was bisher war, lassen. Das sind Putzelstücke, Bastelstücke vom Heiligen Ganzen. Das ist schon, wenn die von Dimensionen reden. Ich fange da jetzt nicht an, da gibt es wirklich überreichlich Gespräche. Dieses Dimensio, Dimentio eigentlich, aber ich will jetzt mal ins Lateinische reingehen, weil du wirst feststellen, bei Dimensio, jetzt muss ich es doch kurz nochmal einschalten. Das ist jede Kleinigkeit, ist unheimlich wichtig. Schau das Übereinanderschichten. Wir machen mal ganz einfach das Dimensio. Das Ausmessen, das Abmessen, das Ausmessen, das ist die Ausdehnung. Dimensionen. Aber was sich da ausdehnt, jetzt schauen wir zuerst einmal dieses Die an für sich. Wichtig ist jetzt die Medio, die machen jetzt, dass das eigentlich von die Medio kommt. Met. Wie war das nochmal mit dem Medim? Tod. Met. Im. Die Menschen, die Leute. MD heißt gestaltgewordene Erscheinungen, sind Gedankenwellen. Das heißt Tod. Tod wiederum auf Lateinisch heißt so viele. Darum steht hier dann, lass die Toten ihre Toten begraben. So viele Leute, Personen, Masken in deinem Traum, Figuren in deinem Traum. Es ist nicht mehr, rot gelesen, aber viel weniger. Es sind Spritzer, die aus dir herausspritzen, die etwas vor sich, du tust etwas vor dich hin fantasieren. 5, 7, 5. Ein Fantasieren, ein Wachträumen. Darum hast du es auch gespritzt. Es spritzt etwas, das, was du dir ausdenkst, spritzt aus dir heraus. Kleine Spritzer, nicht mehr rot, aber viel weniger. Kommt aber immer wieder alles zurück. Und zwar genau in dem Moment, wo du es nicht mehr denkst. Stimmt oder stimmt? Ja. So, und jetzt machen wir mal den Dimedior. Wir gehen jetzt nochmal genau rein, weil das eigentlich gar nicht richtig, diese Ausmessungen, was gleich merken, wo ich hin will. Wir machen mal die Medior zuerst. Und da ist jetzt, das kommt von Mensus.
Nach allen Zeiten hin abmessen, ausmessen. Ich sage immer wieder, du denkst dir, du bist, um dich herum sind vier Spiegel, ein Tetraeder, ein Tetraeder, und du stehst in der Mitte und bist ein Licht. Der Geist, rot. Und du schaust jetzt um dich herum, wenn du dieses, da habe ich so schöne Filmchen, egal in welche Richtung du schaust, nach oben, nach unten, nach rechts, nach links, um dich herum ein Meer von lauter Lichtern. Das sind alles Spiegelungen von Spiegelungen. Jetzt doch mal weg, dass wir da nicht rausgeschmissen werden. Das ist Mensus. Da haben wir jetzt schon wieder lateinisch das Sus, das Schwein. Swin, Schwein. Sus Plena. Das ist natürlich immer, ich will jetzt da nicht so auch reingehen. Jetzt schauen wir uns mal das Die an. Dieses, die Öffnung deines Intellekts kommt eigentlich von dir. Wir sind wieder bei der Natia. Okay? Und jetzt ist es das Ment, ja, es ist ein Unterschied. Die tauschen es in das Ment. Da bin ich ja oft draufgegangen, die erwähnen die Erinnerungen, aber das ist ja Mens. Unterform von Mens, Dimension. Und das führt dich jetzt im Klassischen zum Denken. Zum Charakter. Das kann man natürlich, das Innere, die Empfindungsart, immer rot und blau, wenn du runtergehst. Die Überlegung siehst du über dir drüber, du legst was über dich drüber und das ist ein Sinus. Sinus hat aber zwei Enden, ist eine aufgespannte Existenz im Geist oder, wenn du jetzt materiell denkst, in deinem Gehirn. Aber von der Einsicht fällt ja relativ viel, Sinne Nullamente. Das ist nämlich das eine, aus dem das herausspringt. Schau mal, was da die Maschine übersetzt. Die eine Sicht ist ohne Verstand, das ist Geist. Der sieht nämlich alle Perspektiven gleichzeitig. An was denkst du, wenn du an deine Küche denkst? An das Wort Küche. Das ist ganz interessant, aber da ist noch kein Bild da, da ist nur das Geräusch Küche da. Und wenn du ein Bild aus der Kiste rausholst, dann siehst du was, aber das ist nicht die Küche. Das sind die Sachen, das sind die Gedanken. Die Dimensionen sind letztendlich deine Gedanken. Aber die dehnen sich nicht um dich herum aus, das ist nur ausgedacht. Mhm. Na, und so weiter und so weiter. Holo Feeling lässt alles, wie es ist, jedes Wortbegriff, bloß es fasst es zusammen in einen größeren Kontext. Viel, viel interessanter wird das Ganze, wenn wir jetzt in Physik- und Chemiebücher reingehen. Wenn wir uns Quantenmechanik anschauen und ich denke mir jetzt beim einen Atomos, bei einem Atom, nicht irgendeine Kugel, es ist ein unteilbares Ganzes. Und dann die Quarks und all das ganze Zeug sind Symbole. Nochmal, all das ist ein arithmetischer Zusammenhang mit Holofeeling. Schau dieses Selbstgespräch an, wenn ich jetzt gehe, wie das Auge funktioniert. All diese ganzen chemischen Zusammenhänge und biologischen Zusammenhänge, jedes einzelne Wort wird selbst erklären mit Holofeeling. Jeder Professor oder jeder Student, der das nachschwatzt und Vorstellungen aufbaut mit dem Bildchen, wie das aussieht, wie Quarks ab Quark, Down-Quark, heliozentrisches Weltbild mit Planeten drumherum. Wenn ich dir was anders erzählt hätte in der Schule, in der Uni, würdest du dir was anders ausdenken. Es ist ein geistloses Nachäffen ohne Bewusstsein. Mhm. Bewusstsein, muss ich einmal die Frage stellen, kann das überhaupt so sein? Bewusstsein geht in die Symbolik, Symbolein, in das Zusammengeschmissene. Alles, was in dir auftaucht, sind Märchengeschichten. Dein eigenes Leben ist ein Märchen. Ein wundervolles Märchen, es geht um die Metaphern. Du musst hier begreifen, dass ich immer die Sprichwörter, extrem, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, ich wiederhole immer dieselben Sachen. Scholz fliegt nach in die Ukraine oder die Papa fliegt in die Ukraine, bis irgendwelche Idioten mitkriegen, was das für geistlose Schwätzer sind. Demokratie, das größte Übel der Menschheit überhaupt. Lass die Idioten mitbestimmen und alle wegen den Scheißdrecks Geld machen alle mit. Alle machen mit, welcher denn Geld. Und alle reden sich wieder raus. Und dann kannst du im Internet, gib mal auf YouTube ein, können diese 100 Ärzte lügen? Ganz, ganz wenige, 100 von Tausenden, meine berühmten 100 Affen, natürlich jetzt nur symbolisch zu sehen. Wenn der Affe, der Kopf, die 100 rot wird, wenn er zu einem wirklichen Mensch wird, der sich eigentlich bewusst macht, was ist der Sinn des Lebens? Was ist der Sinn dieses Lebens?
Die Conditio sine qua non, die Bedingung, ohne die nichts geht, es muss im Hintergrund einer stehen, der sich nicht verändert, der ewig ist. Manche nennen das Gott, ich nenne das ganz einfach ich. Und sobald ich ich denke, brauche ich schon wieder zwei Ichs. Das ist das übrigens hier. Jetzt muss ich nochmal einschalten mit den Ichs. Da habe ich gerade nämlich nicht ganz fertig gemacht, gleich sofort. Ich war auch immer vergesslicher als Udo mit meinem Holgerchen. Kleinen Moment. Da, die Stelle habe ich nicht ganz fertig erzählt. Da habe ich nur erzählt, da gibt es eine Energie, das ist UB. Die macht hier keinen Sinn. Wir müssen das Taster mal, dass wir einen Wurzelbegriff kriegen. Ein W, ein doppelt aufgespanntes, verbundenen Kopf, UR, der die Schatten aufwirft. Müssen wir hier den Kopf dazu machen und dann muss er, das bin ich vorm Bücherregal, ich muss ja ein Programm haben. Und dann kriege ich hier diese Quadratur, dieses M Quadrat C hoch 4. Das sind die vier Phasen im Einheitskreis für das Licht, das mit Lichtgeschwindigkeit sich bewegt. Und darum schreibe ich hier, wenn du das, die klassische gekürzte Form, die unvollständige Form, mir, ich, Film, zwei, ich. Verstehst du, da fällen zwei Ich. Das ist, ich muss mich zu einem Leser machen, das wäre jetzt rot, der in Verbindung mit einem Intellekt dann seinen Körper zeugt und alles andere. Ja. Das steckt in diesen Formen von Einstein mit drin. Weil der Schöpfer, der sich das wirklich ausgedacht hat, sich dabei was gedacht hat, aber da ich mir in der Regel immer wieder Sklaven suche oder Diener suche, was ich jetzt hier zum Beispiel mit dem Folger mache, dass ich den Folge hier, da spreche ich nicht mit ihm, ich lasse ihm das einfallen, was er macht. Aber meinst du, wo ein jetzt von dir ausgedachter Einstein das her hat, dass ihm die Relativitätstheorie zumindest in dieser extrem fehlerhaften Form eingefallen ist? Ja, von dir, weil das muss ein Geist da sein, der sich an Einstein ausdenkt. Aber wenn der Geist selber fehlerhaft ist, reduziert sich das, dass er nur nachäfft, dass der Einstein ein großer Physiker war, der die Relativitätstheorie entdeckt hat. Aber die große Frage ist, was hat er eigentlich entdeckt? Kann man das überhaupt entdecken? Und der Mendeleev hat das Periodensystem entdeckt. Und der Einstein, Entschuldigung, und der Max Planck, die, was hat der Planck eigentlich entdeckt? Die elektromagnetische Strahlung, glaube ich. Ich werde mal vergesslicher. Siehst du, jetzt was schon wieder unsicher. Kann man den trauen, kann man den nicht trauen? Schau jetzt einfach nach. Schau doch einfach nach. Aber da wirst du natürlich dann feststellen, dass wir dann das nächste Problem kriegen, wenn wir uns jetzt nämlich das nachschauen. Wir machen das jetzt einmal. Wir sind ja dumm, aber wir haben doch Internet. Müssen wir doch bloß fragen, oder? Schau mal her. Max Karl Ernst Ludwig Planck, deutscher Physiker, theoretische Physik. Könnte ich jetzt viel dazu sagen? Nach dem Studium in Berlin, Herkunft, Schulzeit, bla bla bla. Das ist jetzt eine Märchengeschichte. Strahlung, 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 Strahlung aus thermodynamischen Erledigungen. Und dann kriegst du hier das Strahlungsgesetz, das Wirkquantum und jetzt geht dieser ganze Kack los, elektromagnetische Strahlung. Dann können wir jetzt zum Beispiel hier und so weiter und so weiter. Das sind Märchengeschichten. All die Namen, selbst die Namen im Hintergrund, wenn du jetzt das liest, das hast du nämlich vom Bruder. Das X ist gleich Z. Das ist der Bruder, ein Mitmensch, ein Verwandter, ein Ausgedachter. Wir können das natürlich rot machen, dann ist es vom geistigen Bruder ganz rot gelesen, heißt, das geistige Meer ist der Schöpfer in einem riesengroßen Kollektiv von Schöpfern. Die aber alle eins sind, rot ist eins. Und die entspringen dann als Einzelleben heraus, die alle nur von einem allereinzigen Geist gelebt werden. Wenn ich jetzt sage, du hast das Buch Max Planck, dieses Leben, ist im Bücherregal. Du hast es schon gelesen, du hast es bloß vergessen, weil du momentan ein Buch liest und dich vergisst, wer du eigentlich bist.
Das heißt, dieser Leser symbolisiert eigentlich einen Geist, der nicht existiert. Stimmt oder stimmt? Aber der Blank wird natürlich dann ganz interessant, weil der eigentlich dann in einem gewissen Maß dann Wunder. doch, weil er ein Wunder, ein ungewöhnliches Wunder ist, sehr rätselhaft ist, vor allem für einen, der nicht weiß, um was es geht. Und das Kaff am Ende heißt dein. Das heißt dein Wunder. Das Wunder besteht, schau, wir haben hier die Aleph. Aleph, Elef. Ja. Und der Atbasch ist wieder der immer seiende Jahwe. Und wenn du das Leben liebst, kriegst du hier, aber jetzt lassen wir es gut sein. Ist doch einfach, oder? Ja, ganz einfach. Es ist mit allen Sachen, die man kann und die man kennt, ist einfach. Das ist so. Also mach dir keine Gedanken. Wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du ewig. Dir kann nichts passieren. Nichts, ein absolutes, undenkbares Nichts kann nicht zerstört werden. Und was denkst du, wenn du an dich selber denkst? Der, an den du jetzt denkst, der wird schon zerstört, wenn du ihn nicht mehr denkst. Und du wiederholst ihn und wiederholst ihn. Als dummer nachäffender Affe versuchst du möglichst lange in diesem Zustand zu bleiben. Du bist im Arsch. Ein Säugling, der sagt, ich fühle mich so kuschelig warm in meiner eigenen Kacke, ich will da nicht raus. Dann darfst du ewig lang in der Phase des Säuglings bleiben. Bis du dieses Dasein opferst, dass du ein Schulkind warst. Ja. Das ist der Prozess. Es geht um eine ewige Verwandlung. Die hört nicht auf. Im Gegenteil, immer wenn sich was Altes auflöst, entsteht was vollkommen Neues. Und du kannst nicht von unten nach oben sehen. Als Geist. Ich rede jetzt hierarchisch. Aber es ist jetzt wieder eine einseitige Aussage. Merkst du das? Ja. Jetzt, wenn ich nämlich die Symbolik habe, dass alles hier ist und du dir was hochrechnest, jetzt natürlich, nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft, die haben ja umgedreht. Du rechnest dir was hoch, du kannst bloß nach unten sehen, in dich reinsehen. Das oben ist ja noch nicht aufgebaut in dir. Das musst du jetzt erst erschaffen. Ausrechnen. Dir ausrechnen. Aber du kommst nicht in vollkommen neue Bereiche, wenn du immer dieselbe Logik benutzt. Du kannst mit deiner jetzigen Logik unendlich viele Bilder aufbauen. Das ist diese Iteration eines Mandelbrots. Das sind Selbstähnlichkeiten. Ja. Ich sage jetzt nochmal wirklich zum Abschluss. Wenn du jetzt als Brösel in deinem Traum eine Weltreise machst, wirst du eine Unmenge von Bildern in dir aufbauen. Du träumst ja, du suchst dir das ja nicht raus, die du noch nie gesehen hast. Menschen, die du noch nie gesehen hast, aber du siehst nichts Neues. Es sind Variationen von Variationen, das nennt man Selbstähnlichkeiten, wie Mandelbrot-Fraktal. Ja. In der Regel normiert eine Nase, zwei Augen, ein Mund, Haare oder keine Haare. Das sind Variationen von Variationen. Du wirst Pflanzen und Häuser sehen, die du noch nie gesehen hast. Du siehst nichts Neues. Was vollkommen neu ist, siehst du mit einem neuen Programm. Dazu muss man aber das Programm verändern. Das heißt, aber verändern heißt nicht, dass wir es verändern dürfen. Das ist der Widerspruch in sich selber. Du siehst was Neues, obwohl du eigentlich nichts Neues siehst. Du musst das Programm verändern, ohne dass du an dem jetzigen was veränderst. Das Haar lasse ich vollkommen gleich. Ich mache was Neues dazu, nämlich AUS. Ich mache aus einem Buchstabenprogramm ein Wortprogramm. Und dann kann man das fortführen. Und sobald du das Wort Haus siehst, das erkläre ich auch immer wieder, fällt dir das Haar gar nicht mehr auf. Es ist all deine großen Probleme, die jetzt immer wieder wiederholt werden, die gehen dir sowas am Arsch vorbei, weil du kommst gar nicht mehr drauf, dir das zu denken. Zum Beispiel, sorg dich um morgen zu sorgen. Habe ich in dem Video nicht klar demonstriert, dass alles, was passiert, jetzt passiert, dass du nicht in 10 Sekunden aufstehen kannst? Mhm. Du lebst immer noch in dem Wahn, dass in einer jetzt ausgedachten Zukunft, die natürlich nur dann ist, wenn du die denkst, und dann ist sie hier und jetzt. Du sorgst mit Sorgen dafür, dass es dir jetzt scheiße geht, weil du dir selber Angst einredest. Aber in Bezug auf was? Auf den Körper, auf diesen Affen, der du zu sein glaubst. Dass er krank wird, dass er verhungern muss, dass er, der Denker muss nicht verhungern. Und die Krankheit, die braucht, der Choler ist das weltliche Denken, dass eine Traumwelt da ist. Die weltliche Traumwelt ist eine Krankheit. Das kann ich jetzt aber negativ oder positiv sehen. Mhm. Und das Überleben der Menschheit, der Kleber. Es ist so unendlich lächerlich, es ist eine totale Fehlprogrammierung der Jugend durch die naturwissenschaftliche Erkenntnis. Hätten wir ihnen das nicht erzählt, hätten die Angst gar nicht, wenn sie wüssten, dass die eigentlich nur träumen und gar nicht auf einer Erdkugel leben. Aber sie kleben an ihrer K-Leben. An ihre Erdkugel, weil sie meinen, ohne die Erdkugel, ohne diese Biologie gibt es ja uns nicht mehr. Uns nicht mehr.
Wir sind immer. Immer. Ihr Geist, wir sind bloß zwei. Nämlich ich und du. Und du wandelst dich je nachdem, welches Programm du durchlebst. Ja. Und wenn du zu sehr abdriftest, dann tauche ich wieder auf und sage, hey Alter, mach dir mal bewusst, was du eigentlich bist. Alternierender. Du alternierender Geist. Ja. Die Welt ist genauso wenig eine Kugel, wie sie eine Scheibe war. Die Welt ist das, was man dir erzählt hat und was du dir ausdenkst. Und ich erzähle dir jetzt wieder was anderes. Ich erzähle dir einfach, was du selbst bist. Und den Rest kannst du machen, wie du willst. Da musst du aber graben, du musst tief in dir graben, weil du feststellst, das Neue ist ja schon in dir drin. Das ist wieder meine Computermetapher. Wenn du bloß das verwirklichst, was du zurzeit im Arbeitsspeicher hast, aber eventuell im Internet auch Alternativen findest, die du momentan auf deiner Festplatte hast aufgrund von Interesse, kannst du noch tiefer in das Internet reingehen. Im Internet, da ist keine Trennung. Du meinst immer noch, es ist was getrennt. Nein, was ist es immer hier und jetzt? Egal, wo du dir das hindenkst. Und da gibt es auch ein ausgedachter Beobachter, dieses Beobachterphänomen der Physik lässt sich alles in Luft auf. Die Verschränkung, die Quantenverschränkung. Wenn wir da was verändern, verändert sich automatisch das, obwohl das auseinander ist. So, okay, das ist ein Projektor, ich verändere das hier im Projektor und dann verändert sich das da. Ja. Egal, wie weit es auseinander ist. Aber das ist weder da noch da, sondern da. Beides gleichzeitig. Ja. Es ist ein Akt der Symmetrie. Wie war das nochmal? Das große Problem, was ist Welt, was ist Mensch, was ist der Sinn des Lebens? Wir denken uns jetzt tausende in Arbeit, tausende von Philosophen und Wissenschaftlern, die nach diesem großen Problem gelegt haben. Das ist ein Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Der einzige übrigens, der das lösen kann, ist niemals irgendein Gedanke, den du denkst. Es wird niemals ein Mensch, den du dir ausdenkst, dieses Problem lösen können. Eine Seite. Außer du hast es gelöst und du denkst dir jetzt einen aus, der es gelöst hat. Weil diese Menschen ohne dich ja gar nicht da sind. Ohne dich, Geist. Ich rede immer nur mit einem Geist. So, und jetzt spielst du noch ein bisschen Leben. Jetzt suche ich mir mal einen Punkt unten links als Brüssel Udo, den du jetzt ausdenkst. Und dann sage ich hier gleich einen Moment. So, ich habe jetzt den Hintergrund auch einen kleinen. Ich mache jetzt das Batch nochmal neu. Jetzt genau aufgepasst, was jetzt in dir auftaucht. Nimm dir das bitte zu Herzen und wisse, nicht so niemand liebt dich mehr wie ich. Und weißt du wieso? Weil ich der größte Egoist bin, den es überhaupt gibt. Es ist Selbstliebe, was ich hier betreibe. Purer göttlicher Narzissmus.